Geige, Posaune, Dixieland, ja, aber das ist lange her. Inzwischen lehne ich Jazz, Jazz ab. Übrigens, ich kenne keinen Kollegen, der freiwillig zum Kontrabass gekommen ist. Naja, das leuchtet ja auch irgendwie ein. Das Instrument ist ja nicht gerade handlich. Ein Kontrabass ist mehr, ja, wie soll ich sagen, ein Hindernis als ein Instrument. Den können Sie nicht tragen, den müssen Sie schleppen. Und wenn er hinfällt, zerreißt sie. Ins Auto geht er nur hinein, wenn sie den rechten Vordersitz herausnimmt. Praktisch ist der Wagen dann voll. In der Wohnung, da müssen sie ihm immer ausweichen. Er steht so blöd herum. Aber nicht wie ein Klavier. Ein Klavier ist ein Möbel, das können Sie zumachen und stehen lassen. Ihn nicht. Er steht so herum. Ich habe mal einen Onkel gehabt, der war ständig krank und hat sich ständig beschwert, dass sich niemand um ihn kümmert. So ist der Kontrabass. Wenn Sie Gäste haben, spielt er sich sofort in den Vordergrund. Alles spricht bloß noch über ihn. Wenn Sie mit einer Frau allein sein wollen, er steht dabei und überwacht das Ganze. Werden Sie intim, er schaut zu. Sie haben immer das Gefühl, er macht sich lustig. Er macht den Akt lächerlich. Ja, natürlich überträgt sich dieses Gefühl auf die Partnerin. Naja, Sie wissen selbst, die körperliche Liebe und die Lächerlichkeit, wie eng liegt das zusammen und wie schlecht verträgt es sich. Miserables gehört sich einfach nicht. Entschuldigen Sie. Weiß, das gehört nicht hier. Im Grunde genommen geht es hier auch nichts an. Vielleicht belastet Sie das nur. Sie werden Ihre eigenen Probleme haben auf dem Gebiet. Aber ich darf mich aufregen und ich möchte endlich einmal ein deutliches Wort dazu sagen, damit Sie nicht glauben, als Mitglied des Staatsorchesters hätte man solche Probleme nicht. Ich habe seit 3 Jahren keine Frau mehr gehabt und schuld ist er. Das letzte Mal war 1987. Damals habe ich ihn im Bad versteckt. Aber es hat nichts geholfen. Sein Geist schwebt über uns wie eine Fermate. Sollte ich noch einmal eine Frau bekommen. Es ist nicht wahrscheinlich, weil ich bin ja jetzt schon. Aber es gibt welche, die schauen schlechter aus als ich. Ich bin immerhin Beamter. Und ich kann mich noch verlieben. Wissen Sie, ich habe mich verliebt, ja, oder verschaut, ich weiß es nicht. Und sie weiß es auch noch nicht. Wissen Sie, es ist diese kleine Sängerin, von der ich Ihnen vorhin erzählt habe, vom Ensemble von der Oper, Sarah heißt sie. Ja, es ist nicht wahrscheinlich, aber wenn es einmal dazu kommen sollte, jemals, dann bestehe ich darauf, dass wir es bei ihr machen. Ja, oder im Hotel.
oder draußen auf dem Land im Wald. Wenn es nicht regnet. Wenn er eines nicht verträgt, dann ist es Regen. Bei Regen geht er ein. Beziehungsweise auf, es schwemmt ihn auf, das mag er überhaupt nicht. Gell? Genauso wie bei Kälte. Bei Kälte, da verzieht er sich dann. Da müssen sie ihn dann mindestens 2 Stunden temperieren vor dem Spiel. Früher, wie ich noch beim Kammerorchester war, da haben wir jeden zweiten Tag in der Provinz gespielt, auf irgendwelchen Schlössern, Kirchen, auf Winterfestspielen. Dass ich glaube gar nicht, was es alles gibt. Da jedenfalls muss ich da schon immer Stunden früher hinausfahren als die anderen allein im VW, damit ich meinen Bass temperieren konnte. Irgendwelchen gräuslichen Wirtshäusern oder in der Sakristei am Heizofen, wie einen alten Kranken. Einmal habe ich ihn sogar zu mir ins Bett genommen. Das schafft Liebe. Das verbindet. Einmal sind wir hängen geblieben im Winter, im Schneesturm. 2 Stunden haben wir auf den Abschleppdienst gewartet. Da habe ich ihm meinen Mantel abgetreten, ihn mit meinem eigenen Körper gewärmt. Beim Konzert war er dann temperiert. Aber in mir keimt eine verheerende Grippe auf. Sie erlauben, wenn ich etwas trinke. Nein. Geboren wird man wirklich nicht zum Kontrabass. Der Weg dahin führt über Umweg, Zufall, Enttäuschung. Ich darf sagen, dass bei uns im Staatsorchester von 8 Kontrabassisten nicht einer ist, der das Leben nicht gefoltert hätte, dem die Schläge, die es ihm ausgeteilt hat, nicht noch heute ins Gesicht geschrieben stünden. Ein typisches Kontrabassistenschicksal ist zum Beispiel meines. Dominanter Vater, Beamter, unmusisch, schwache Mutter, Flöte, musisch versponnen. Ich als Kind liebe meine Mutter abgöttisch. Die Mutter liebt den Vater, der Vater liebt meine kleinere Schwester. Mich liebte niemand. Subjektiv jetzt. Aus Hass auf den Vater beschließe ich, nicht Beamter, sondern Künstler zu werden. Und aus Rache an der Mutter war ich größten, unhandlichsten und solistischen Instrument. Und um sie quasi tödlich zu kränken und dem Vater zugleich noch einen Fußtritt über das Grab hinweg zu versetzen, werde ich nun doch Beamter als Kontrabassist im Staatsorchester drittes Pulp. Und als solcher vergewaltige ich täglich in der Form des Kontrabasses, des größten der weiblichen Instrumente, formmäßig jetzt meine eigene Mutter. Dieser ewige, inzestuöse, symbolische Geschlechtsverkehr ist natürlich eine jedmalige moralische Katastrophe. Diese moralische Katastrophe steht jedem von uns Kontrabassisten ins Gesicht geschrieben. So viel zur psychoanalytischen Seite des Instruments. Nur hilft uns diese Erkenntnis nicht viel, weil die Psychoanalyse ist ja heute am Ende. Das wissen wir alle, dass die Psychoanalyse am Ende ist. Und die Psychoanalyse selbst weiß es auch. Weil erstens wirft die Psychoanalyse viel mehr Fragen auf, als sie selbst beantworten kann. Und zweitens ist die Psychoanalyse doch heutzutage allgemein Psychoanalyse. Oder wundert Sie das, dass heute 10%
depressiv sind. Wundert Sie das? Also mich nicht. Aber dazu brauche ich keine Psychoanalyse. Viel wichtiger wäre es, wenn, weil wir schon beim Thema sind, wenn es vor 100 oder 150 Jahren eine Psychoanalyse gegeben hätte, da wäre uns beispielsweise von Wagner einiges erspart. Der Mann war doch hochneurotisch. Ein Werk wie Tristan beispielsweise, das größte, was er zustande gebracht hat. Wie ist denn das entstanden? Na doch nur deshalb, weil er es mit der Frau von einem Freund getrieben hat, der jahrelang ausgehalten hat, jahrelang. Und dieser Betrug, diese schäbige Verhalten hat ihn vor sich selber dermaßen geworben, dass er daraus gleich angeblich die größte Liebestragödie aller Zeiten schreiben musste. Totale Verdrängung durch totale Sublimierung. Höchste Lust etc. Naja, das kennen Sie. Und damals ist der Ehebruch noch etwas Außergewöhnliches gewesen. Ja, und jetzt stellen Sie sich vor, Wagner wäre damit zum Analytiker gegangen. Na, so viel ist klar. Denn Tristan hätte es dann nicht gegeben, das steht fest. Weil dazu hätte die Neurose nicht mehr ausgereicht. Er hatte auch seine Frau geschlagen, der Wagner. Na, die erste natürlich, die zweite nicht, die bestimmt nicht. Aber die erste hat er geschlagen. Er war überhaupt ein unangenehmer, scheiß freundlich hat er sein können, wahnsinnig charmant, aber unangenehm. Ich glaube, der hat sich selber nicht leiden können. Er hat auch ständig diese Gesichtsausschläge gekriegt vor lauter Ekelhaftigkeit. Aber die Frauen haben ihn mögen. Rein. Starke Anziehung ausgeübt auf Frauen, der Mann. Unbegreiflich. Die Frau spielt ja in der Musikgeschichte eine untergeordnete Rolle. Ich meine, in der schöpferischen Musikgestaltung, in der Komposition spielt die Frau eine untergeordnete Rolle. Oder kennen Sie eine namhafte Komponistin? Eine einzige. Sehen Sie, haben Sie darüber schon einmal nachgedacht? Darüber sollten Sie einmal nachdenken, über das Weibliche in der Musik, vielleicht schlechthin. Und nun ist ja der Kontrabass ein weibliches Instrument, trotz seinem grammatikalischen Geschlecht. Ein weibliches Instrument, aber ein todernstes, wie auch der Tod assoziativer Gefühlswert jetzt weiblich ist in seiner Bergengrausamkeit oder wenn man will, in seiner unausweichlichen Schoßfunktion. Zum anderen aber auch das Komplementäre zum Lebensprinzip Fruchtbarkeit, Mutter Erde, etc. Und in dieser Funktion, jetzt wieder musikalisch zu sprechen, bekämpft der Kontrabass als Todessymbol das absolute Nichts, in das Leben und Musik gleichermaßen zu versinken. Drum. Wir, die Kontrabassisten, sind also die Zerberusse, die an den Katakomben des Nichts stehen. Oder andersherum, der Sisyphos, der die ganze Sinneslast der Musik auf den Schultern den Berg hinauf wälzt, bitte sich das vorzustellen. Verachtet, angespien, mit zerhackter Leber,
Nein. Nein, nein, das war der andere. Na, der Dings, der. Prometheus! Apropos. Letzten Sommer waren wir mit der ganzen Oper in Orange, Südfrankreich, Festspiele, extra Vorstellung von Siegfried, bitte sich das vorzustellen. Im Amphitheater von Orange, einem annähernd 2000 Jahre alten Gebäude, klassisches Bauwerk aus einer der zivilisiertesten Epochen der Menschheit, unter den Augen des Kaiser Augustus, tobt das germanische Göttervolk. Schnaubt der Lindwurm, pflegt Siegfried über die Bühne, grob, fett, Bosch, wie der Franzose sagt. Mir war die ganze Vorstellung so peinlich, dass ich höchstens ein Fünftel der Noten gespielt. Und wissen Sie, was wir abschließend gemacht haben? Wie vom Orchester. Besoffen haben wir. Voll. Leider. Bosch. Die Sänger haben sich woanders besoffen. Die sitzen ja nie mit uns zusammen, mit uns vom Orchester. Sarah, Sie wissen schon, die ist auch bei denen gesessen. Sie hat Waldvögelein gesungen. Die Sänger haben auch in einem anderen Hotel gewohnt. Sonst werden wir uns vielleicht damals begegnen. Ich bin sehr oft einsam. Sitze dann meistens hier bei mir zu Hause, allein, wenn ich dienstfrei habe, höre ein paar Platten, übe gelegentlich, Spaß macht es mir keinen. Das ist eh immer dasselbe. Heute Abend ist Festspielpremiere. Rheingold mit Claudio Abbado als Gastdirigenten und dem Ministerpräsidenten in der ersten Reihe, das Feinste vom Feinen. Karten kosten bis 400... Na, es ist ein Wahnsinn. Wie diese Preise in den letzten Jahren gestiegen. Na, mir ist es wurscht. Ich üb auch nicht. Wir sind zu acht in Rheingold, das ist eh wurscht, was der Einzelne spielt. Wenn der Vorspieler einigermaßen spielt, schwingt sich der Rest mit ein. Sarah singt auch mit. Melgunde, gleich am Anfang, eine große Partie für sie. Könnte ihr Durchbruch werden. Völlig ein Jammer, wenn man seinen Durchbruch mit Wagner haben muss. Naja, man kann sich's nicht aussuchen. Hier nicht und dort nicht. Normalerweise habe ich vormittags von 10 bis 1 Probe und abends von 7 bis 10 Vorstellungen. Den Rest der Zeit sitze ich in meinem Akustikzimmer, trinke einige Bier wegen dem Feuchtigkeitsverlust. Und dann setze ich ihn manchmal da drüben in den Sessel. Stelle ihn so hinein. Den Bogen lege ich ihm daneben. Und ich setze mich da drüben in den Korb. Sessel. Und dann schaue ich ihn an. Und dann denke ich mir, ein grauenvolles Instrument.
Da schauen Sie sich an. Schauen Sie sich ihn einmal an. Sieht er nicht aus wie ein altes, fettes Weib? Die Hüfte viel zu tief, die Teile total verunglückt, viel zu hoch hinauf ausgeschnitten und nicht eng genug. Nein, und dann diese. Diese schmale, hängende, rachitische Schulter. Zum Wahnsinnigen. Der Kontrabass ist das scheußlichste, plumpeste, uneleganteste Instrument, das je erfunden wurde. Ein Waldschrat von einem Instrument, manchmal, da möchte ich ihn am liebsten zerhacken, zersägen, zerkleinern, zermahlen und in einen Holzvergaserwagen verfahren. Nein, dass ich ihn liebe, kann ich wirklich nicht sagen. Und er ist auch ekelhaft zu spielen. Für drei Halbtöne brauchen Sie die ganze Handspanne, für drei Halbtöne. Der reinste Kraftakt ist das. Jede Seite müssen Sie drücken wie ein Wahnsinniger. Und da schauen Sie meine Finger an. Hornhaut auf den Fingerkuppen und da Rillen. Ganz hart mit diesen Finger spüre ich nichts mehr. Kein Schmied hat solche Fingerkuppen. Dabei sind meine Hände eher zierlich, gar nicht gebaut für das Instrument. Von Haus aus bin ich doch Posaunist. Am Anfang hatte ich auch nicht genug Kraft in den rechten Arm, was Sie haben müssen für den Bogen, sonst kriegen Sie keinen Ton heraus aus dem Dreckskasten. Ja. Einen schönen schon gar nicht, das heißt einen schönen sowieso nicht, weil ein schöner Ton ist da nicht drin, das sind ja keine Töne, das sind ja keine... Ich möchte jetzt nicht ordinär werden, aber könnt ihr sagen, was das ist. Das ist das Unschönste auf dem Gebiet der Geräusche. Kein Mensch kann auf einem Kontrabass schön spielen, keiner. Auch die größten Solisten nicht. Das hängt mit der Physik zusammen und nicht mit dem Können, weil der Kontrabass hat einfach diese Obertöne nicht. Er hat sie eben nicht. Und darum klingt er immer kräuslich. Und darum ist das solistische Spiel auf einem Kontrabass ein Riesenblödsinn, weil der Ton kräuslich ist und bleibt. So. Jetzt spiele ich Ihnen das Standardwerk vor. Das Feinste, was es gibt für Kontrabass. Gewissermaßen die Krönungsmusik für Kontrabass. Von Karl Ditters von Dittersdorf. So, und jetzt passen Sie auf.
so, das wär's. Dietersdorf, E-Dur-Konzert für Kontrabass und Orchester. Eigentlich hat er Dieters geheißen. Karl Dieters lebte von 1739 bis 1799. Nebenher war er Forstmeister. So, und jetzt sagen Sie mir ehrlich, ob das schön war. Wollen Sie es noch einmal hören? Ja. Ich meine jetzt nicht kompositorisch, ich meine rein klanglich. Die Kadenz. Wollen Sie die Kadenz noch einmal hören? Die Kadenz ist doch zum Weinen. Das Ganze ist ja zum Totlachen. Dabei war das ein erster Solist. Ich möchte jetzt seinen Namen nicht nennen, denn der kann wirklich nicht. Mein Gott, noch Dietersdorf. Die Leute haben früher so etwas schreiben müssen. Befehl! Befehl von oben. Und er hat ja wahnsinnig viel geschrieben. Mozart ist ein Dreck dagegen. Über 100 Symphonien, 30 Opern, einen Haufen Klaviersonaten und übriges Kleinzeug und 35 Solistenkonzerte, darunter das für Kontrabass. In der Musikliteratur gibt es über 50 Solistenkonzerte für Kontrabass und Orchester. Und alle von minder bekannten Komponisten. Oder kennen Sie Johann Sperger? Oder Domenico Dragonetti? Oder Bottesini? Oder Kusewitzki? Oder Siebander? Oder Hotel? Kampal? Oder Otto Geier? Ottmar Klose! Kennen Sie einen davon? Das sind unsere Kontrabassgrößen. Im Grunde genommen alles Kontrabassisten wie ich, die aus Verzweiflung zu komponieren angefangen haben. Und dementsprechend.